Hallihallo und weiter geht es mit World of Warcraft. Wir sind bei Sumpf Aureal und reden jetzt erstmal mit dem. Seid ihr hergekommen, um mich auszuspionieren? Nein, dann seid ihr vielleicht ein Liebhaber der guten Küche. Gut, ich kann eure Hilfe gebrauchen. Man sieht sich. Ich koche gerne gute Sumpfmannskost, frittierte Grünfroschschenkel und so. Aber ich habe keine Froschschenkel mehr. Im irrlichten Anwesen wimmelt es aber von Fröschen. Riesige Marschenfrösche. Meint ihr, ihr könnt mir ein paar ihrer Schenkel besorgen? Das ist wirklich nicht viel Arbeit. Ihr müsst ihn nur auf die Köpfe hauen und mir die Schenkel bringen. Dann mache ich einen Topf und esse den Eintopf und ihr könnt auch einen Topf haben. Mögt ihr einen Topf? Ja, Eintopf habe ich nichts dagegen. Muss jetzt nicht unbedingt mit Froschschenkel sein, aber so ein guter Linseneintopf oder sowas hat schon was. Was sucht ihr? Was sucht denn Hexenhügelheim? Ich bin hierher gereist, um Jan in seinem neuen Zuhause zu besuchen, aber seit meiner Ankunft nahm der Schrecken hier kein Ende. Hier stimmt etwas nicht. Überhaupt nicht. Ich kann nicht der Einzige sein, der diese Dinge sieht. Habt ihr die Geister und Leichname gesehen, die um den Hexenhügel herum... Ich bin zu doof zum Lesen geworden. Die um den Hexenhügel umherstreifen. Wenn einer weiß, was hier vor sich geht, so befürchte ich, dass sie es sind. Was? Okay. Haltet nach den auferstandenen Gebeinen und auferstandenen Geistern in der Umgebung Ausschau, bekämpft sie und gewährt ihnen dadurch ihren verdienten Frieden. Verschafft euch so viele Informationen wie möglich von ihnen, bevor Jarl dem Bösen vollends verfällt. Für die Allianz. Für die... Was? Nein? Nicht für die Allianz, Kollege. Das war die falsche Antwort. So, komm du mal her. Ach, jetzt wollte ich hier verdeckte Szene machen, aber dann springt die Kamera automatisch rein. Schade. Was willst du denn hier? Warst du nicht gerade ein Ork-Krieger? So, sprechen wir mal mit der verlorenen Erde. Da habe ich hier gelesen und wollte hier unten lockere Erde vorlesen. Wollte sagen, sprechen wir mal mit der lockeren Erde. Beim Durchsuchen der lockeren Erde wird die abgetrennte Hand eines Orks gefunden. Die Hand hält eine aus Knochen geschnitzte Röhre umklammert und in der Röhre befindet sich ein fleckiges Pergament. Das Pergament ist von einem Ork, der die Stadt Terramor über Wochen ausspionierte. Als ihr das Pergament überflogen habt, ist klar, dass es zum orgischen Spionagemeister in Brackenwall gebracht werden muss. Können wir machen. Aber als erstes sammeln wir hier mal Informationen und Froschschenkel. Na, da ist doch schon ein Frosch. Ein riesiger Frosch. Vielen Dank, Frosch. Na, das ist ja langweilig. Unschuldige Frösche töten. Aber auch das muss sein. Irgendwie muss man sich ja ernähren. Na, da kommt es wenigstens mal wieder. So, ruheloser Geist. Es war furchtbar, der Dämon. Was für ein Dämon? Okay, ich nehme an, das gilt es jetzt rauszufinden. Was von was für einem Dämon sie da redet. Aber erstmal will ich die Frösche aufsammeln. Da hinten ist noch ein Frosch. Hallo Frosch. Ich bin außer Haus. Tschüss Frosch. So, da hinten sehe ich noch Frösche rumhüpfeln. Nicht mehr lange, wenn ich ihre Beine habe. Da oben ist noch ein Frosch. Das ist dann Frosch Nummer 7. Ich habe kein Ziel. Fehlen nur noch 3 Stück. Da oben ist noch einer. Fehlen dann nur noch 2 Stück. Warum kriege ich eigentlich nicht aus einem Frosch 2 Froschschenkel? Ich meine, so ein Frosch hat 2 Beine. Also quasi 2 Schenkel. Aber ich nehme nur einen Schenkel mit. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Haben sie wahrscheinlich gemacht, um die Quest länger zu machen. Oder weil sie zu faul waren, einfach 20 Froschschenkel zu machen, was ja dann auf dieselbe Anzahl an Fröschen hinauslaufen würde. Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand hat da die Schäfte nicht mitgemacht. So, was hast du uns zu sagen, ruheloser Geist? Die Dunkelheit wird alles verzehren. Alles, was lebt. Ja gut, dann haben Untote ja nichts zu befürchten. Schade nur, dass ich kein Untoter bin. Dann wäre ich jetzt nämlich verschont gewesen. Aber ich will auch nicht unbedingt Untoten spielen. So, was hast du mir zu sagen?
Das Anwesen, ein anderer, wird bald verzehrt werden. Böse! So, da ist noch ein auferstandenes Gebein. Hallo, auferstandenes Gebein. Und das auferstandenes Gebein. Es ist zu spät für Jarl. Er war schon zu lange an diesem Ort. Klingt nicht gut für unseren Jarl. Mal gucken, was wir da noch an Informationen rauskriegen. Da oben ist noch ein Geist. Nicht mehr lange, würde ich sagen. So, was hast du zu sagen? Es war furchtbar, der Dämon. Ja, wissen wir doch schon. Zählt das auch als Info? Ich hoffe mal. Na toll. Völlig unnötig. Es war furchtbar, der Dämon. Bla, bla, bla. Ich bin auch krieg hier keine spannende Story mal zu hören. Wenn du jetzt wieder sagst, es war furchtbar, der Dämon, das kann man doch auch schon. Oh Mann. Hätte sich echt was Neues ausdenken können. Aber scheinbar war da ein Blizzard-Mitarbeiter ziemlich schreibfaul. Und hat einfach immer dieselben Texte wieder genommen. Warum seid ihr hergekommen? Außenseiter, ihr werdet nichts an als Schmerzen finden. Unser Schicksal wird das eure sein. Nein, da habe ich was dagegen eigentlich. Ich habe keine Lust, als Geist umzulaufen. Ich bin schon oft genug in den Zapfen gestorben und Geistern ist Kacke. Es ist zu spät für uns, ihr solltet mit euren Freunden verschwinden, bevor man euch auch noch einfordert. Na gut, erstmal brauche ich noch ein bisschen Information zumindest ein. Was macht ein Level 90er hier? Das ist eine gute Frage. Aber ist mir egal. Soll er ruhig hier rumlaufen. So, was hast du mir noch zu sagen? Warum seid ihr hier? Ja, kann man auch schon. Der Kuh so ein paar neue Informationen zu kriegen, aber da wird leider nichts draus. Ich bin jetzt nicht so wirklich schlau geworden aus den Informationen. Mal gucken, ob unser Kollege in der Hütte damit was anfangen kann. Ich bin mir sicher, er kann es, sonst wäre diese Quest für den Arsch gewesen, aber ich bin nicht sicher, was er damit anfangen kann. Schönen guten Tag. So, hier erstmal deine Froschschenkel. Das nenne ich einen guten Sumpfeintopf. Froschstiefel. Na, danke auch. Stoff, Leder, Intelligenz und Intelligenz. Toll. Was ist mehr wert? Das. Nimm ich das. Sammel 20 unzerplatzte Grünnebelaugen von Graunebel. Grünnebel. Graunebel natürlich. Schönen Tag auch. Okay, das war schon fast wieder lebendig. Mordant holt ein kleines Papierblatt und einen Stift hervor und beginnt sich Notizen über eure Berichterstattung zu machen. Ihr konntet herausfinden, dass sich die Geister an diesem Ort auf die Anzahl aller belaufen, die jemals auf diesem Land gelebt haben und nicht nur auf die vorherigen Besitzer. Etwas hat sie zugrunde gerichtet und getötet. Wer der Sache verfällt, erfährt die Wahrheit nicht, bis es zu spät ist. Wir müssen dem Ganzen ein Ende bereiten. Machen wir doch lieben gerne ein Level Up, das gefällt mir. Wir haben aber nichts von uns ein Level Up gekriegt. Schade eigentlich. Aber ist okay. In meiner Zeit als Kräuterkundiger habe ich oft feststellen können, dass die Natur stets raffinierte Heilmethoden für die ärgerlichsten Probleme bereitet. Ich habe gelesen, dass die unabhängigen Magier und Hexendoktoren häufig den Rauch einer Pflanze, die als Hexenfluch bekannt ist, verwenden, um das Böse aus seinem Versteck zu locken. Falls dem wirklich so ist, dann müsste Hexenfluch nahe der seichten Gewässer des Hexenhügels wachsen. Ihr solltet die Pflanze an ihren breiten Blättern und rötlichen Stängeln in der Mitte erkennen. Bringt mir so viele Pflanzen, wie ihr finden könnt. Es könnte unsere letzte Hoffnung sein. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Warum? Oh Mann. Bin zu doof zum Laufen. Da ist schon wieder unser Blutelf Paladin. In dem ich keine Ahnung habe, was er hier macht. So, warte mal. Jetzt brauche ich erstmal... Och, wissen wir doch schon. Braucht man nicht eine... Jetzt komme ich mir verarscht vor. Blöde Brücke. So, erstmal Pflanzen sammeln. Das sieht doch stark nach einer Pflanze aus, die wir brauchen. Nehmen wir mal mit hier. 9 Stück muss ich von denen finden. Da drüben ist noch eine. Ansonsten müssen wir wohl ein bisschen umherwandern. Oder ich gehe schon mal in die... Ne, ich mache erst die Quest hier fertig, gebe die ab. Gehe dann in die Höhle und gebe die Quests noch mit ab.
falls wir noch irgendwelche Folgequests haben, die wir hier in der Nähe erledigen können. Nicht, dass ich noch 5-mal dasselbe Gebiet ablaufen muss. Kann ja auch schon mal passieren. Ich muss jetzt auch nochmal das in die grauen Nebelhöhlen. Wäre ich zuerst dahin gegangen, hätte ich das gleich mit erledigen können. Aber irgendwie sei es mir nicht gegönnt gewesen. Von dem her lieber Quests früher abgeben als alle auf einmal eigentlich. Weiß denn die, was man so für Quests noch kriegt. So, 5 Hexenfluche haben wir schon. Wahrscheinlich darf ich dann als Folgequest mit dem Hexenfluch irgendwo hingehen. Und erstmal das Böse, das wir mit diesem Zeug hervorlocken sollen, irgendwie umbrezeln. Wäre zumindest ein typischer Questverlauf, so vom Logischen her. Oh, gehen wir mal da drüben noch gucken, da waren wir glaube ich noch gar nicht. Ah, da hinten ist noch ein Hexenfluch. Wo ich gerade diesen Fischwarm hier sehe, könnte ich eigentlich auch mal eine kleine Angeltour unternehmen. Ich bin in einen Kampf verwickelt. Hä, wo? Na gut, wenn das Spiel der Meinung ist, ich war in einem Kampf verwickelt, dann will ich es nicht von dem Irrglauben abhalten und einfach so tun, als wäre ich es gewesen. So, was haben wir denn hier? Ruheloser Geist. Und jetzt klaut mir der 90er Paladin meine Pflanzen hier, oder was? Ich glaube, es geht los, ey. Was macht der überhaupt hier? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich hat er irgendwo noch einen Erfolg, den er noch abschließen muss. Keine Ahnung, gibt es so Questerfolge oder so? So erledige 20 Quests im Düstermarsch. Ich kann eigentlich gleich mal gucken. Habe ich ja hier. Oder was könnte es denn sein? Ach, komm schon. Erkundung vielleicht. Östliche Kalim. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind auf Kalimdor. Toll, das habe ich es wieder weggeklickt. Ja, können wir beim Weiterreiten dann mal gucken. Erstmal die Quest hier abgeben. Wenn wir dann da zurückreiten. Eigentlich hätte ich ja meinen Ruhestein da hinsetzen können. So im Nachhinein. Fällt mir gerade so auf. Und da ist ein Pandaren-Schamane. Ich hoffe nur mal, der greift mich jetzt nicht an, wenn ich hier hängen bleibe. Wer du jetzt auf mich los? Ehre dem König, Freund. Der hat nämlich schon wieder so eine goldene Imber-Rüstung. Mit der will ich mich nicht anlegen. Die Fackel ist fertig, platziert sie am Ende des Anlegestegs und macht euch darauf gefasst, allem gegenüberzutreten, was erscheinen mag. Ich habe keine Ahnung, was der Rauch der Fackel enthüllen wird, wenn überhaupt etwas passiert. Ich muss zugeben, dass ich dieser Art der Volksmagie nicht viel Vertrauen schenke, aber wir haben keine Zeit für etwas anderes. Ja, zuliebe und auch euch zuliebe wünsche ich euch viel Glück. Seid vorsichtig. Na gut, am Ende des Stegs, das wird dann wohl hier sein. Setzen wir das Ding da einfach mal hin und gucken, was dabei rumkommt. So, wo ist jetzt die Fackel? Was zum... Warum? Was ist denn da los? Zellfrackschrei, dieses Land gehörte mir schon lange, bevor er bemitleidswerdendes Volk hier Fuß gefasst hat. Wer sich hierher wagt, ist mein. Ihr seid da keine Ausnahme. Na gut. Kannst du gerne mal rausfinden. Dieser Skill ist so geil. Was kann ich für euch tun? Es ist vorbei, ja, es ist vorbei. Es hat funktioniert. Mordern räuspert sich. Ich meine, es hat funktioniert. Jan und ich stehen in eurer Schuld. Das nächste Problem ist nun der Möbelgeschmack meines Freundes, und das wird wohl nicht so einfach zu lösen sein. Ich nehme das da mal. Das Licht segne euch. Ich glaube, dann sehe ich auch gleich mal mehr Beweglichkeit. Ich weiß nicht, kritischer Trefferwert ist... Kann ich nicht so wirklich was mit anfangen mit dem Skill. Kann ich mal hier gucken. Nein, das ist die Trefferchance. Wo ist der Trefferwert? Wahrscheinlich machen dann meine Crits mehr Schaden oder sowas. So, ein Einrichtung... Ha-ha-ha. Einrichtungsstil. Ha-ha-ha. Mordant. Ha-ha. Braucht ihr etwas? Kleiner Witzbold. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet.
Aber war ja irgendwie klar, dass sowas passieren musste. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Erkunde die Region. Nein. Nein, okay, da schon mal nicht. Vielleicht bei Quests. Ach, da, Kalimdor. Okay. Da haben wir es doch. Quests in Düstermarschen. 48 Quests. Kein Wunder, dass der 90er hier rumrennt. Ist wahrscheinlich gerade dabei, hier die ganzen Quests zu machen. Hat da wahrscheinlich angefangen. Ist jetzt bei Düstermarschen angekommen und rennt hier jetzt einfach mal rum. So, was haben wir denn hier? Tote insgesamt. 22 Mal bin ich schon gestorben. Zählt das jetzt nur? Nee, das zählt für alle Charaktere, glaube ich. Viel Gold habe ich ja noch nicht verdient. Also okay, Charakter, da haben wir es doch. Talent neu verteilt. Nee, das ist wieder das gesamte Gold. Oder Gold von Händlern. Nee. Kleiner Schwips. Okay. Lassen wir das einfach mal so. Wo reite ich denn überhaupt schon wieder hin? Ich reite es einfach da mal quer über den Berg drüber. Da sollte man schon irgendwie ankommen. So, da wollte ich doch mal weiter gucken. Körpersprache, was ist das denn? Anzahl an Umarmungen. Ich habe gelollt. Anzahl des Musizierens auf der kleinsten Geige der Welt. Ist klar, Kollege. Ist klar. So, wo geht es denn weg? Da ist das Kreuzchen. So, fangen wir einfach mal hier an mit Quests abgeben. Nein, die haben wir gar nicht gemacht. Das war wahrscheinlich die da unten. Dann machen wir einfach hier weiter mit Quests abgeben. Eine torkelnde Bedrohung. Das war... keine Ahnung. Vorwärts. Aber geben wir einfach mal ab. Graunebelausrottung geben wir auch einfach mal ab. Und zermatscht die Brutkönigin. Seid ihr wegen des Schilds hier? Welches Schild? Bei Krom, ich bin froh, dass es vorbei ist. Wenn ihr das Schild... Ach, Schild. Natürlich Schild. Ist euch vielleicht klar, wie verzweifelt... Du hast das Schild geschrieben. Bist du vollkommen Banane? Ach, der hat es wegen dem... Ah, der hat es wegen so doof wegen dem Ogern geschrieben. Seid sicher. Ich verstehe, jetzt ergibt das Sinn, so. So, du wolltest auch noch was haben. Fracht der Morgenbö, kannst du hier haben. Belohnung wählen, nehmen wir einfach, das hat allen Stats besser hier. Grüne Zahlen sind immer gut. Bleibt wachsam. Wenn alles grün ist, dann nehme ich das liebend gerne mit. So, da hinten war noch eine Quest. Spricht! Terramors Spione sind Geschichte. Ich will erstmal die andere Quest abgeben. Der verlorene Bericht. Habt ihr etwas für mich? Ja, dein Spionbericht. Gute Arbeit, Ayumi. Unser Agent Mark Nachtauge war außerhalb von Terramor stationiert. Seine Aufgabe war es, die Stadt auszuspionieren. Das ist sein jüngster Bericht und könnte sein letzter sein. Nach eurer Aussage fürchte ich, dass Mark im Sumpf sein Ende fand. Lebt wohl! Aber wer hat ihn eingegraben? Sucht nach Tabeta. Eine Menschenfrau namens Tabeta lebt auf einem kleinen Hof, fast inmitten der Marschen. Normalerweise würde ich mich nicht mit einem Menschen abgeben, aber ihre Hilfe hat sich schon so manches Mal als nützlich erwiesen. Leider habe ich seit geraumer Zeit nichts mehr von ihr gehört und würde mir wünschen, dass jemand zu ihrem Hof reist und nach dem Rechten sieht. Wenn ihr der Straße aus dem Dorf in Richtung Süden und anschließend ins Innere des Sumpfs folgt, werdet ihr ihrem Hof im Herzen des Morasts stehen. Können wir machen. Docks von Terramor, Ayumi. 22 Spione wurden ausgeschickt, um Dokumente von einem Schiff bei den Docks von Terramor zu stehlen. Sie bekamen die Papiere, wurden aber entdeckt und waren gezwungen, die Dokumente ins Meer zu werfen. Später konnte ein Spion entkommen, die Beute aber nicht bergen. Er informierte mich über sein Scheitern und jetzt gebe ich euch diese Aufgabe. Die Dokumente sind in einer Schließkiste irgendwo im Wasser unter den Docks von Terramor. Sucht diese Art Dokumente und bringt sie mir. Ah, da hinten. Schon wieder so eine verteilte Scheiße überall, diese Quest. Quests nehme ich noch an hier. Verbeugt euch vor Oberanführer Mokmok. Rexa, mich machen zum mächtigen Anführer von Steinbrecher-Clan. Rexa hätte dir mal Reden beibringen sollen. Ich, guter Anführer, ich auf Clan aufpasse.
Große Drachen machen Feuer in alte Heimat. Ich, schlauer Oger, finden neue Heimat für Clan hier. Aber alte Heimat so schnell verlassen, ich Sachen vergessen. Winzig Pandaren gehen meine Sachen holen, gehen nach Süden und suchen mein lecker Krog. Schnupftabak und Geldkassette, ich euch dann mögen. Ihr in Flammenbau und Ruinen der Steinbrecher schauen. Alles dort, ich sicher. Den Krog behalte ich. Geldkassette kannst du haben. Was hast du denn für mich? Armee des schwarzen Großdrachen Mokmorg wurde von Rexar zum Oberanführer gemacht. Ihm liegt mehr an der Macht als an den Ogern. Ja, das hat man kaum mitbekommen. Ja, schon wieder. Nein, das ist ein anderer Paladin. Schwarze Großdrachen töten viele Oger, töten Tags Frau. Mokmorok sagt uns, wir müssen fliehen, lässt uns hierher kommen. Oger sollten kämpfen, Oger nicht gut im Weglaufen. Mokmorok schätze ich nur um Mokmorok. Für mich die Ruinen der Steinbrecher Heimat, mir gefallen im Süden dieser Ort nicht Heimat. Helft Oger, Armee der schwarzen Großdrachen zu bekämpfen. Ich wollen Rache, ich wollen nach... Ups, nach Hause. Der kam jetzt einfach beim Sprechen raus. Was sein muss, muss sein. So, und jetzt bin ich mal so klug. Und hab kein Wirtshaus hier, oder was? Ich dachte da... Ach, da ist er doch. Ich Idiot. Kleine Lock. So, erstmal Zeug hier verkaufen. Lauter Blödsinn, den wir nicht brauchen. Eisenkassette. Braucht kein Mensch. So, das weg. Lila Lotus weg, geringer Mondstein weg, kleines Spinnenbein weg, und das kann auch mal weg hier. Weißen Nuggets mache ich mal mit da oben dazu. Gut, dann einmal Gasthaus zum Heimatort machen. Jetzt ist das auch meine Heimat. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal. Für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir wohl mal erstmal diese Quest hier erledigen. Hier hingehen und diese Quest hier abklappern, nehme ich an. Na, das kann man auch spontan entscheiden. Stelle ich mich mal ins Wirtshaus rein, um ein bisschen Erholungsbonus zu kriegen. Und wir sehen uns also dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt World of Warcraft. Tschüssi!